Damit willkommen zu einem weiteren Retro-Sonntag. Wir spielen heute, ja, alle Kinder der 80er dürften diesen Klassiker noch kennen, International Karate aus dem Jahr 1986 für den Commodore 64. Richtig. Eins meiner absoluten Lieblingsspiele damals gewesen. So, ich muss erstmal gucken. Ich glaube, F1 muss ich drücken, damit es losgeht. Genau, ich bin der Kollege in Weiß und muss einfach den Roten da besiegen. Quasi so Best of Three. So, den ersten schon voll in den Bauch rein. Hinten ist unser Trainer. Weiß nicht, ob das Mr. Miyagi ist. Sieht auf jeden Fall stark so aus. Okay. Und der tut so irgendwie gar nichts. Ich habe einen sehr einfachen Computergegner, was ich sehr gut finde. Aber das ist nur der Anfang. Der wird natürlich immer besser mit der Zeit. Ja. Das ist irgendwie der einzige Trick, den ich kann. Ich weiß gar nicht, wie es da war. Da gab es für Akkuratheit, glaube ich, entweder den halben Punkt oder den ganzen Punkt. So. So, vorne, hinten in den Rücken. Ich würde euch gerne mal einen anderen Trick zeigen, aber... Den zum Beispiel. In your face, bitch. Ja, und das heißt halt International Karate. Kann man ein bisschen leiser machen. Weil man... Das ist ganz Besondere an dem Spiel. Da waren wir auch damals extrem begeistert. Ja, die wechselnden Hintergründe. Wir sind in allen bekannten Orten oder Städten der Welt. Hier sind wir gerade in Sydney. Im Hintergrund sehen wir die Oper. Während ich dem hier den letzten Rest gebe. So. Oben links sehen wir die gelben Punkte. Die habe ich jetzt gewonnen. Okay. Das war sein erster Punkt. Aber immerhin nur der halbe. Pam! Und dann später kommt man noch nach New York. Dann auch noch nach Ägypten. Wo man die Sphinx, glaube ich, im Hintergrund sieht und die Pyramiden. Dankeschön, dass du so schön in Position springst für mich. Okay, das geht wieder an mich. Jetzt müsste auch gleich ein Bonusspiel kommen. Genau, jetzt muss ich sehr schnell, wenn er Start drückt oder Go sagt, drücken. Da! Na, immerhin. Nicht ganz durchbrochen. So, genau, da sehen wir New York. Die nächste Szene. Da war man extrem begeistert. Ich meine, hallo, für 1986. Vor 31 Jahren war das schon eine Hammergrafik. Auf einem Heimcomputer. Und guckt mal, da ist sogar das World Trade Center noch drauf. Ja, das ist lange her. So. Ich finde, es macht heute noch total Bock und Laune. Das ist einfach mal ein Spiel, wo man einfach mal draufhauen konnte. So, im Sprung. Wahnsinn. Und oben sieht man auch schon, ich habe inzwischen den grünen Gürtel. Das geht dann halt weiter bis logischerweise schwarz. Aber wie ich anfangs schon erwähnte, der Computergegner wird dann mit der Zeit immer besser. Und irgendwann... Also durchgeschafft, glaube ich, habe ich es nie. Weil der irgendwann so gut wird, dass ich einfach zu schlecht war dafür. So. Aber das ist immer noch der beste Trick. Umdrehen und Faust. Damit habe ich am meisten gerissen. So, okay. Nächste Runde in New York. Uah. Kapum. Halber Punkt. Uah. Ja, komm schon. Oh, ein erbitterter Kampf, sehe ich schon, aber hey, gewonnen. Wow. Also New York, kann ich mich erinnern, habe ich noch ganz gut hinter mich gebracht. Ah, Zeit ist um, okay. Ich gewinne nach Punkten. Wie immer. Und dann kam auch gleich noch ein Bonusspiel, wo wir, glaube ich, soweit ich das noch weiß, Hindernissen ausweichen mussten. Und da habe ich auch nie was gerissen. Oh, Wunde. Au, jetzt wacht er auf. Jetzt zeigt er langsam sein wahres Gesicht. Ich glaube, es war auch so, nachdem der Computer eine Runde gewonnen hat, war das Spiel auch schon zu Ende. Und wir waren Game Over. So, Gott sei Dank, voller Punkt. Den muss ich jetzt auch holen. Ja! Yeah! Geil!
Es macht immer noch Spaß, absolut. So, jetzt dürfte das Bonus-Game kommen, ja. Und ich muss hier ausweichen. Das ist gar nicht so einfach, weil man nie weiß, was kommt. Super! Toll! So, jetzt sind wir im schönen Japan. Sieht ein bisschen aus wie Takeshis Burg da im Hintergrund. Boah, 1000 Punkte. Und inzwischen den Purple Belt, den lilanen Gürtel. Die Musik spornt auch an, hier alles zu geben. Finde ich sehr gut. Hab ihn schon sehr gut in die Enge getrieben. Mach was draus. So, perfekt. Das habe ich immer gehasst, wenn wir springen, auf den Boden aufkommen und der im selben Moment zutritt und den Punkt ganz fiese einheimst. Komm schon. Mr. Rothaut. Obwohl, rote Haut haben sie beide. Oh. Die Entscheidungsrunde, Freunde. Die Entscheidungsrunde. Irgendwann war... Wusste ich, dass es mal so weit ist? Komm schon! Oh nee, die Zeit ist um. Was ich jetzt aber nicht kapiere, wir haben beide selbst gleich viel Punkte. Einen halben, anderthalb Punkte, aber er gewinnt. Vielleicht zählt das, ich denke, dass er vielleicht mehr Punkte in dieser Runde geholt hat als ich. Also nicht Siegpunkte, sondern, ja, Punkte für sein Punktekonto. Und ich glaube nicht, dass das Spiel so gemein ist und sagt, im Zweifelsfall oder bei Gleichstand gewinnt der Computer. So. Ja, das war auch schon International Karate. Spornt sehr an, hier alles zu geben, um die ganze Welt zu bereisen. Boah, Musik ist so laut. Und ja, heute noch ein cooles Spiel, ein absoluter Klassiker für den C64, der in keiner Sammlung fehlen durfte. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und wenn ihr mögt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!